Wir macht's möglich. Wir ist immer in ihrer Nähe. Wir bringt Leben in die Region. Wir kümmert sich um die Zukunft. Meine Raiffeisenbank Mattigthal. Von manchen Unternehmern darf man einfach mehr erwarten. Wir bei HAI haben hohe Ansprüche und wollen der dynamischste und nachhaltigste Aluminiumanbieter werden. Diese dynamische Entwicklung basiert auf schnellen Prozessen, kurzen Entscheidungswegen, einer flexiblen Reaktion auf die Kundenwünsche und eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns eine Frage des Engagements. Deshalb setzen wir seit vielen Jahren auf eine nachhaltige Unternehmensführung, Aluminiumrecycling, reduzierenden Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und entwickeln besonders nachhaltige Aluminiumlegierungen wie SustainL. Ergebnisse, die in der gesamten Wertschöpfungskette vom Casting über Extrusion bis zum Processing eingesetzt werden und uns dazu befähigen, Technologieführerschaft nicht als Schlagwort, sondern als Selbstverständlichkeit unserer DNA zu nennen. Als bodenständiges Familienunternehmen bestechen wir durch Kundennähe, Zuverlässigkeit und gelebte Partnerschaft auf Augenhöhe. Angetrieben durch unsere High Spirits, Dynamik, Nachhaltigkeit, Technologie und Partnerschaft stellen wir uns allen Herausforderungen der Zukunft. Ob im Bau, Transport oder in der Industrie. Wir gehen unseren Weg nicht alleine, sondern im Team mit unseren Kunden. Und wenn wir am Ende etwas schneller am Ziel sind als andere, ist das typisch HAI. Expect more. HAI. Hammerer Aluminium Industries. 30 Jahre Tenniszentrum Thalheim und zweites Fredi-Hipfel-Gedenkturnier am Samstag, den 24. September 2022 ab 13 Uhr im Thalheimer Sportzentrum. Als Highlight gibt's ein Tennismatch zwischen Österreichs großer Tennishoffnung Nico Hipfel und einem ATP-Spieler zu sehen. Es ist wieder soweit. Internationales Snowblend IWR Bergrennen von Esthofen rauf nach St. Agatha. Training am Samstag, den 24. September, das Rennen am Sonntag, den 25. September. Alle Infos auf bergrennen.at. In der HAI Arena Schalchen steigt am Freitag, den 16. September, die zweite Fußball-Doppelveranstaltung der Saison 2022-23. So wie beim Landesliga-Westspiel Schalchen gegen Gschwandt, spielt auch vor dem Match Schalchen gegen Satlett die 1B des Landesligisten im Meisterschaftsspiel der zweiten Klasse Südwest. Zu Gast in Runde 6 ist beim SV HAI Schalchen 1B das Team des SV Litz Mauerkirchen. Das Heimteam ist mit 3 Niederlagen in die 14er Liga gestartet, hat dann aber die nächsten 2 Spiele gewonnen. Die damit erkämpften 6 Zähler bringen der von Cornel Naderban gecoachten 11 Platz 8 ein. Mauerkirchen hat einmal mehr voll angeschrieben und damit auch einen Nuller weniger am Konto. Mit 9 Points liegen die Jungs von Trainer Horst Wintersteiger nach 5 Runden 2 Ränge vor dem High-1B-Team. Und die besser platzierten Gäste versuchen nach nur 20 Sekunden Spielzeit gleich einmal, ob Weitschüsse aus gut 30 Metern bei dem nassen und rutschigen Boden die richtige Taktik ist. Der Schuss vom Deichend ist nicht schlecht, aber auch kein wirkliches Problem für Heimkipper Lukas Wranik. Mauerkirchen macht von Beginn weg Druck und hat damit nach gut 4 Minuten schon Erfolg. Wranik kann diese Flanke der Gäste von der linken Seite noch entschärfen, das Spielgerät bleibt aber auf der rechten Seite im Spiel und das nutzt Stefan Bohringer eiskalt zur Führung aus. 5. Minute, der SV Litz Mauerkirchen mit einem Matchbeginn nach Wunsch führt früh gegen den SV HAI Schalchen 1B mit 1:0. In der 11. Minute eine Spielerei von Heimeinser Wranik, die beinahe ins Auge geht. Denn jetzt geht's richtig rund vor dem Heiligtum der Naderban-Schützlinge. Aber die Schalchener überstehen diese Aktion ohne Schaden.
Und das Zweierteam des SV Heischalchen hat beim direkten Gegenangriff sogar die Peak-Möglichkeit, dieses zweite Klasse Südwest-Match wieder völlig offen zu gestalten. Das 1:1 fehlt dann aber nicht, weil der Heber von Simon Erkner etwas zu hoch angetragen ist. Das wär's gewesen. Zuerst das 0:2 verhindert und Sekunden später auf 1:1 gestellt. In der 26. Minute versuchte Schalchens Dragos aus gut 30 Metern. Der Schuss ist gut, aber zu wenig gut, um Gästetormann Norbert Beischer vor Probleme zu stellen. 2 Minuten später ein Freistoß für die Mannen von Coach Wintersteiger. Baumgartner schlägt die Kugel hoch in den Heim-16er. Ja, und dort nutzt der großgewachsene Julian Teichen seine Körpergröße perfekt aus. Der Kapitän des SV Litzmauer Kirchen bringt sein Team mit Köpfchen in der 28. Minute gegen den SV Heischalchen 1b mit 2:0 in Führung. Dieser 2-Tore-Vorsprung hält allerdings nur 5 Minuten, denn nach einem Angriff über rechts und der Flanke von Dragos nimmt Simon Fabian Erkner die Kugel am langen Eck des Gästekastens Wolle. Und dann darf in der Hai-Arena von den Heimfans gejubelt werden. Ein Traumtor bringt den Naderbahn-Schützlingen in der 34. Minute den 1:2 Anschlusstreffer gegen Mauerkirchen. Der Tabellensechste der zweiten Klasse Südwest darf dann aber doch mit einem 2-Tore-Vorsprung in die Pause gehen. Denn Sekunden bevor Schiri Pomberger, der nach Kreuzproblemen wieder am Weg zurück ist und dieses Match 90 Minuten ohne Probleme im Griff hat, zur Pause pfeift, sehen die ca. 200 auf den Rängen diese Superaktion der Gäste, die Marcel Nemetz erfolgreich beendet. 45. Minute, ein Treffer aus dem Fußball-Lehrbuch, bringt dem SV Litzmauer Kirchen die 3:1 Führung gegen den SV Heischalchen 1b. Für einen 2-Tore-Vorsprung die absolut richtige Zeit. Denn nur wenig später geht's für die Aktiven in die trockenen und warmen Kabinen. Für die schon ca. 200 Besucher bei diesem ersten Match der Doppelveranstaltung heißt es bei einstelliger Temperatur ebenfalls aufwärmen. Am besten mit einem Heißgetränk. Wir macht's möglich. Wir ist immer in Ihrer Nähe. Wir bringt Leben in die Region. Wir kümmert sich um die Zukunft. Meine Raiffeisenbank Mattigtal. Von manchen Unternehmern darf man einfach mehr erwarten. Wir bei Hai haben hohe Ansprüche und wollen der dynamischste und nachhaltigste Aluminiumanbieter werden. Diese dynamische Entwicklung basiert auf schnellen Prozessen, kurzen Entscheidungswegen, einer flexiblen Reaktion auf die Kundenwünsche und eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns eine Frage des Engagements. Deshalb setzen wir seit vielen Jahren auf eine nachhaltige Unternehmensführung, Aluminiumrecycling, reduzierenden Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und entwickeln besonders nachhaltige Aluminiumlegierungen wie SustainL. Ergebnisse, die in der gesamten Wertschöpfungskette vom Casting über Extrusion bis zum Processing eingesetzt werden und uns dazu befähigen, Technologieführerschaft nicht als Schlagwort, sondern als Selbstverständlichkeit unserer DNA zu nennen. Als bodenständiges Familienunternehmen bestechen wir durch Kundennähe, Zuverlässigkeit und gelebte Partnerschaft auf Augenhöhe. Angetrieben durch unsere High Spirits, Dynamik, Nachhaltigkeit, Technologie und Partnerschaft stellen wir uns allen Herausforderungen der Zukunft. Ob im Bau, Transport oder in der Industrie. Wir gehen unseren Weg nicht alleine, sondern im Team mit unseren Kunden. Und wenn wir am Ende etwas schneller am Ziel sind als andere, ist das typisch High. Expect more. High. Hammerer Aluminium Industries. 30 Jahre Tenniszentrum Thalheim und
Zweites Fredi-Hipfel-Gedenkturnier am Samstag, den 24. September 2022 ab 13 Uhr im Thalheimer Sportzentrum. Als Highlight gibt's ein Tennismatch zwischen Österreichs großer Tennishoffnung Nico Hipfel und einem ATP-Spieler zu sehen. Es ist wieder soweit. Internationales Snowblend IWR Bergrennen von Esthofen rauf nach St. Agatha. Training am Samstag, den 24. September, das Rennen am Sonntag, den 25. September. Alle Infos auf bergrennen.at. In der 55. Minute ein Freistoß für Schalchen. Den führt Naderban aus. Der Trainer hat sich nach der Pause selbst eingewechselt. Und da brennt es dann vor dem Gästekasten gleich einmal lichterloh. Nach gut einer Stunde ein Freistoß für Mauerkirchen. Nemetz führt aus. Ja, und dann patzt vor dem Heimtor die SVS-Abwehr gewaltig. Diese Unsicherheiten nutzt Lukas Kai Meislinger gnadenlos aus. Ja, 62. Minute. Der SV Litz Mauerkirchen geht in der Haiarena gegen den SV Schalchen 1b mit 4:1 in Führung. Die Antwort darauf liefert die Heimelf nur 3 Minuten später. Spielertrainer Naderban mit dem gefühlvollen Heber in den Gästestrafraum. Und jetzt patzt die Abwehr Mauerkirchens ordentlich. Da sagt Hai-Spieler Mona Tuvaljevic mit seinem Tor Danke dafür. 65. Minute, der SV Hai Schalchen 1b ist mit dem 2:4 Anschlusstreffer wieder dran am SV Litz Mauerkirchen. Aber die Wintersteiger-Schützlinge lassen keine Top-Chancen der Hai-Boys mehr zu. Ganz im Gegenteil, 8 Minuten vor dem Ende verhindert Heimkeeper Rannick das sicher scheinende 5:2 der Gäste. Die Heimelf hat zwar schon in der Nachspielzeit nach einer Ecke noch die Möglichkeit auf das 3:4, lässt diese gute Chance aber aus. Und so bleibt es schlussendlich in der Hai-Arena beim 4:2 Erfolg des SV Litz Mauerkirchen gegen den SV Hai Schalchen 1b. Die Gäste klettern mit diesem 3 auf Rang 5. Der SVS 1b rutscht mit dem Müller auf die 10 ab. Schon jetzt der Hinweis, das dritte Fußballdoppel in der Hai-Arena gibt's bereits am Freitag, den 30. September zu sehen. Die Einser empfängt um 20 Uhr Landesliga Westaufsteiger Schlierbach. Die Zweier spielt um 18 Uhr das zweite Klasse Südwest-Derby gegen Uttendorf. Diese Partien sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Vielleicht schickt der Petrus dazu wieder angenehmes und schönes Herbstwetter.